Mit aller Macht versucht VW nach dem Dieselskandal den Schwenk in die Elektromobilität hinzubekommen. Allein für den großen Hoffnungsträger ID.3 soll eine Produktionskapazität von 330.000 Fahrzeugen im Jahr aufgebaut werden. Doch für Elektrofahrzeuge braucht der Wolfsburger Konzern bis zu 20.000 Mitarbeiter weniger und wahrscheinlich fast noch mal dieselbe Zahl von Menschen mit anderer Ausbildung als bisher. Für hauseigene Software, Batterien und Elektromotoren baut VW eigene Kapazitäten auf. Man schule zwar eigene Mitarbeiter zu Softwarefachleuten um, aber die nötigen IT-Experten werden im Wesentlichen von außen kommen müssen, so der Konzernbetriebsrat. Und ob die sich mit den etablierten Haustarifverträgen ausreichend bezahlt fühlen, sei fraglich. Schließlich konkurriere VW mit der gesamten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung um solche IT-Experten.